Junge Menschen für Berufe im Handwerk begeistern. Das war das Ziel des Aktionstages Hände hoch fürs Handwerk am vergangenen Donnerstag. Authentisch konnte man hier aus erster Hand ein Gefühl etwa für die Arbeit als Steinmetz, für den Bäckerberuf und vieles mehr bekommen. Im Westerwald will man etwas für die Nachwuchsgewinnung tun. Und das war keine leichte Aufgabe. Es war, glaube ich, schon eine handwerkliche Meisterleistung, 18 Politiker, Bürgermeister, Landrat etc. dazu zu bewegen, wobei wir sie nicht großartig bewegen mussten, nachdem mal eine Handvoll auch relativ schnell spontan zugesagt hat, sage ich mal, konnten die anderen ja auch eigentlich gar nicht mehr so ganz einfach aus dieser Nummer raus, weil wenn man was Gutes angeboten bekommt, ja, dann sagt man ja, zumal wenn andere schon ja gesagt haben. Also die Politik war relativ schnell in großem Stil bereit, an diesem Aktionstag mitzumachen. Die Idee, der Gedanke, dass wir fürs Handwerk hier in der Region was tun, ist gerade von den kleinen Handwerksbetrieben im Westerwaldkreis äußerst positiv aufgenommen worden. Also die waren bei der ersten Sitzung, die wir hatten, mit denen so etwas wie Feuer und Flamme. Und genau deshalb haben wir einige Betriebe in der Region besucht. Dort konnten nicht nur Praktikanten erste Berufsluft schnuppern, sondern auch bekannte Persönlichkeiten für einen Tag in die Rolle des Lehrlings schlüpfen. Im Unternehmen Maschinenbau Zernota etwa lernte Madeleine Seidel von der Agentur für Arbeit Montabaur, wie die Arbeit eines Feinmechanikers aussieht. Also wir haben heute vor, es gibt einen Prototyp für einen Flaschenöffner, den wir gerade am Erarbeiten sind. Und am Ende des Tages soll der Prototyp fertig sein und soll auch funktionieren. Ich bin da ganz guter Dinge, dass wir das hinkriegen. Wir haben ja sehr kompetente Anleitung mit Herrn Zernota. Der Aktionstag Hände hoch fürs Handwerk, für Seidel ein persönliches Anliegen. Wir haben einen Auftrag, der heißt Menschen und Arbeit zusammenzubringen. Und unter Arbeit fällt natürlich auch Ausbildung. Junge Menschen in Ausbildung zu bringen, ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und wir stellen immer mehr fest, dass es Hemmschwellen gibt, dass Jugendliche, wenn sie von der Schule kommen, erstmal sich sehr genau und sehr lange umgucken, bevor sie sich entscheiden, in eine Ausbildung zu gehen. Und wir versuchen eigentlich so früh wie möglich schon in der Schule auf die Jugendlichen zuzugehen und sie für das Thema Berufswahl zu sensibilisieren. Und wenn es dann eine Möglichkeit gibt, mit einer Aktion wie heute auch Einblicke in Betriebe zu gewähren und tatsächlich mal mit anzupacken und zu gucken, was würde das eigentlich bedeuten, hier eine Ausbildung zu machen, dann ist das natürlich etwas, was ich sehr gerne unterstütze. Und das gibt auch bessere Einblicke als alles, was man sich anlesen kann oder was man auch in einem Beratungsgespräch erfahren kann. Im Betrieb Homrich Natursteinwerk werden immer neue Steinmetze gebraucht. Die Arbeit in dem altehrwürdigen Beruf natürlich anstrengend, aber auch weitaus moderner als gedacht. Naja, geht so. Ich bin halt noch kein Profi, muss man sagen. Also es ist schon anstrengend, es geht in die Arme. Gut, aber ich denke, das bringt die Arbeit bei einem Steinmetz mit sich. Auf der anderen Seite bin ich total überrascht, muss ich sagen, wie viel hier auch über Technik passiert. Also es ist schon ein sehr breites Feld, nicht unbedingt das, was man sich so von außen unter Steinmetztätigkeit vorstellt. So wurde schon einmal am Sandstein fleißig geprobt. Denn was sonst oft maschinell vonstatten geht, muss der Lehrling von der Pike auf lernen. Von der Arbeit am Stein ging es dann weiter zu der etwas filigraneren Arbeit in der Bäckerei. Denn auch diese gehört zum Handwerksfach und die Bäcker haben ebenfalls mit Nachwuchssorgen zu kämpfen. Ich finde das ganz toll, dass sowas gemacht wird, weil gerade im Bäckerhandwerk ja wirklich also ganz extreme Nachwuchsprobleme haben. Die meisten Leute wollen ja heute irgendwo, wo man mit Computern, sonstigen Dingen arbeitet. Aber sag mal, dieses Handwerk will eigentlich ja keiner mehr rein. Und gerade unser Bäckerberuf, ein sehr schöner Beruf. Nur viele sehen ja nur die Nachteile im Bäckerberuf, dass man morgens früh aufstehen muss. Aber wer früh aufsteht, ist eigentlich auch mittags früh fertig. Ja, ist super. Es macht irre viel Spaß. Wir haben ganz schnell gemeinsam angepackt und dann sind alle Barrieren, alle Hürden sind weg. Wir haben schon ganz viel gelernt heute Morgen. Es macht sehr viel Spaß, dass der Schüler, der mit mir ist, mir zeigen kann, was er im Praktikum schon gelernt hat und mit welcher Begeisterung er auch den Beruf künftig mal ausüben will. Spaß macht die Arbeit auf alle Fälle. An die Arbeitszeiten muss man sich natürlich gewöhnen. Eine große Vielfalt bietet auch der Arbeitsplatz im Unternehmen von Dirk Jechel. Schwerpunkt dort ist die Klima- und Kältetechnik. Zunächst einmal, wir sind ja hier in einer Firma, die sich mit Kältetechnik beschäftigt. Und da ist eins der wichtigsten Voraussetzungen, was wir gelernt haben, dass die Kreisläufe dicht sind. Und so war heute die Aufgabenstellung an Kupferrohren, dichte Verbindungen zu schaffen.
Und ja, das hat zunächst mal damit zu tun, dass man Kupferrohre abschneiden muss, dass man sie biegen muss, dass man Verbindungen einbauen muss, dass man diese abdichten muss. Und da geht es um handwerkliche Fertigkeiten. Und die jungen Leute waren fit. Von einem eher pragmatischen Ansatz ging es dann noch zu einem kunstfertigen Handwerk. Unser letzter Besuch führte uns in die Bau- und Kunstschlosserei von Norbert Klünder. Hier wird geschliffen, geschmörgelt und geschweißt. Ich finde das sehr gut. Ich finde auch sehr wichtig, dass das Handwerk darstellt, dass das Handwerk in den Medien kommt. Und gerade auch für junge Leute, die in einer Lage sind, vielleicht mal einen Eindruck zu bekommen von Handwerksberufen, einfach mal reingucken. Was ich persönlich sehr wichtig finde, das werden Praktikas jeglicher Art, die über einen Zeitraum von ca. 14 Tagen dauern sollten auch, um wirklich mal zu wissen, was ist das überhaupt, was machen die Leute überhaupt. Hände hoch fürs Handwerk, eine innovative Idee. Wieso sich die Suche nach Arbeitskräften im Handwerk heute weitaus schwieriger gestaltet als noch vor 20 Jahren, das hat mehrere Gründe. Also das Handwerk hat Probleme an mehreren Stellen. Die Akzeptanz fürs Handwerk, die ist in den letzten Jahren geschwunden. Junge Menschen strömen in akademische Berufe, Studium. Wir selbst als Wirtschaftsförderungsgesellschaft haben in den letzten Jahren vieles in puncto Nachwuchsgewinnung gemacht, aber auch ganz stark in Richtung duales Studium, Studieren in der Region und so weiter. Also insofern ist das Handwerk vielleicht ein klein bisschen kurz gekommen. Die demografischen Veränderungen, geburtenschwache Jahrgänge, der Bewerberpool wird automatisch weniger. Wenn dann viele in akademische Berufe strömen, dann bleibt das Handwerk am Ende auf gut Deutsch auf der Strecke. Also es ist dringend notwendig, dass wir alle etwas fürs Handwerk tun. Durch den Aktionstag und die Unterstützung der prominenten Praktikanten zeigte sich einmal mehr, dass eine erfolgreiche Berufslaufbahn kein Studium erfordert. Die berechtigte Hoffnung besteht, dass die Akzeptanz für das Handwerk weiter zunimmt. Das Fazit des Tages müsste sein, wir wollen es ja auch ein bisschen über die Medien nach draußen bringen, dass die jungen Leute, die in der Ausbildung in den Schulen stecken, sich durchaus einmal überlegen, ob nicht ein Handwerksberuf ein geeigneter wäre und das auch mal ausprobieren im Wege von Praktika. Dann können die Betriebe sehen, ob es zusammenpasst und die jungen Leute können auch sehen, ob ihre Fertigkeiten oder ob das so ihre Richtung ist. Es wird ja nicht jeder studieren können in Zukunft. Wenn sie alle studieren, gehen auch dort die Preise runter. Ich hoffe aber vor allem auch, dass gerade die jungen Leute erzählen, was in den einzelnen Berufen passiert, wie es in den einzelnen Berufen aussieht und einfach auch da nochmal werben fürs Handwerk. Und natürlich muss es auch darum gehen, dass das eine nachhaltige Aktion ist. Also ich hoffe darauf, dass es auch im nächsten Jahr dann nochmal so einen Tag gibt. Allgemein für die Ausbildung, dass Leute mehr Interesse haben an der handwerklichen Ausbildung, sowas mal sehen und eben mehr Bewerber kriegen. Früher gab es mehr Auszubildende, als wir Stellen hatten. Mittlerweile ist es ja anders. Und man muss abwarten, was die Zukunft bringt. Ja, ich hoffe mir ganz, ganz viel. Hoffentlich ist das, was ich mir hoffe, geht das in Erfüllung. Dass wirklich vielleicht der ein oder andere auch den zum Bäckerberuf greift. Wir sind froh, dass der Landrat des Westerwaldkreises, Herr Schwicker, dieses Thema sich angenommen hat und gemeinsam mit der Handwerkskammer diese Aktion gestartet hat. Die Kreisverwaltung hat eine tolle organisatorische Vorleistung erbracht. Es ist viel zu organisieren gewesen. Dafür muss man herzlich danken. Insbesondere deshalb, weil diese Aktion auch das Handwerk in den Blickpunkt rücken wird. Wir sind dankbar dafür, weil wir da hoffen, dass junge Menschen sich für das Handwerk interessieren. Zum Abschluss ging es dann noch einmal zurück ins Kreishaus, wo am Morgen alles gestartet war. Die Praktikanten waren, prominent oder nicht, sichtlich guter Laune, denn der Tag in den Betrieben endete ohne Verletzungen, dafür aber mit vielen positiven Erfahrungen. Der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Westerwald, Wilfried Noll, resümierte den hervorragend organisierten Tag und dankte auch den Mitsponsoren der regionalen Banken für ihr Engagement. Das wichtigste Element allerdings war, die im Westerwald geborene Idee, Hände hoch fürs Handwerk, auch in die Republik hinauszutragen. So bekam Doris Gahr, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Saarpfalz, das erste Staffelholz überreicht. Ein weiteres Holz ging an Reimer Dudi, den Vizepräsidenten der Handwerkskammer Halle. Aus den Händen ihrer eigenen Tochter, Katharina Schlag, die nun bei der Wirtschaftsförderung Westerwald beheimatet ist, bekam die Bürgermeisterin von Norden in Ostfriesland, Barbara Schlag, das dritte Staffelholz überreicht. Alle drei nahmen die Idee gerne mit in alle Winkel Deutschlands und werden im nächsten Jahr ähnliche Projekte anstoßen. Denn die Schwierigkeiten im Handwerk ähneln sich und so macht Hände hoch fürs Handwerk Schule.